Kooperation ist gestern fertig geworden. Ich habe sie realisiert, jetzt im Rahmen von der Moskauer Biennale, wo mich jetzt Nikolaus eingeladen hat, was zu entwickeln. Das war jetzt, also jetzt Ende September habe ich das ausgeführt. Und zwar, ich hatte diese Idee schon lang, weil schon 2012 bin ich aufmerksam geworden auf etwas, und zwar man hat damals installiert eine Site, wo man Berufsdemonstranten rekrutieren kann. Und zwar, es ist entstanden während, also so Putin und seine Partei haben das installiert, weil 2012, wie wir wissen, diese ganzen Protestaktionen stattfanden, ganz viele Anti-Putin-Demonstrationen für gerechte Wahlen und so weiter. Die Leute sind auf die Straße gegangen und statt das zu verbieten, sie haben eine andere Strategie entwickelt, sie haben das, also Pro-Putin-Demonstrationen parallel dazu gemacht. Und dazu wurden dann irgendwie die Leute eigentlich quasi gezwungen, zum Teil hinzugehen, so wie quasi dann Studenten, sonst würden sie dann einen Studienplatz verlieren oder was auch immer. Aber auch hat man diese Plattform installiert, wo man sozusagen, es ist masowki.ru, und man muss, da gibt es eine Rubrik politische Demonstrationen bezahlt. Da geht man hin, da kann man einfach eine Demonstration ankündigen und sich, also steht dann einfach ganz wenig, es geht gar nicht darum, was es geht, wofür oder dagegen, stehen wirklich Infos, um wie viel Uhr man sich trifft, wie viele Stunden muss man demonstrieren, wie viel kriegt man bezahlt. Mehr Informationen brauchen die Leute nicht sozusagen. Also das sind wirklich Leute, die das, vor allem sind das dann eben wirklich dieses Vereinigte Russland, diese Partei, also Putin-Partei, die das organisiert und die Leute von dort halt. Und ich wollte eben, ich wollte schon eben mit diesen Leuten das machen. Solange jetzt war diese Einladung da und das war perfekt, einfach perfekt, um diese Arbeit zu organisieren. Ich habe mir gedacht, mir geht es darum, dass es so politische Körper sind, die sich verkaufen. Aber in dem Fall habe ich auch noch gedacht, okay, das ist eine Biennale, Ausstellung zeitgenössischer Kunst, ich lasse sie halt demonstrieren für und gegen Biennale oder für und gegen zeitgenössische Kunst. Ich habe dann auch aus dem Internet, also wirklich so aus den Medien, Blogs, Meinungen zur zeitgenössischen Kunst geholt und verwendet. Plakate angefertigt mit Volunteuren und eben genau auf diesem Homepage eben mir die Leute besorgt sozusagen. Also insgesamt hatte ich dann über 100 Leute und die sind dann, die haben für mich demonstriert dann sozusagen. Und ich habe ihnen angeboten 500 Rubel dafür, also nach also circa fast 4 Stunden waren sie beschäftigt und danach habe ich sie ausgezahlt. Und das ist auch ein Teil der Arbeit, weil normalerweise findet das Auszahlen dann irgendwie im Hinterhof statt. In dem Fall ist es wirklich, quasi ein Monitor ist dem gewidmet, also und das andere eben quasi der ganze Aktion. Und auch, man sieht diese Listen, also jeder musste dann unterschreiben für das Geld und jeder praktisch hat gesagt, soll sie nochmal anrufen, wenn ich wieder was plane. Ja, genau. Und zum Beispiel vorgestern, 4. November, war wieder so eine Aktionen in Russland, waren riesige Pro-Putin-Demonstrationen organisiert und wie ich gelesen habe, wurden auch die Leute genau dort rekrutiert auch. Und ich habe schon in diesen Fotos von der Demonstration versucht, meine also bekannten Gesichter zu finden. Also die haben wirklich dann, es sind dann sehr interessante auch Gespräche also passiert, weil die Leute haben dann gesagt, also ja, ich soll sie jedes Mal anrufen, weil sie haben so viel Erfahrung und sie würden mir beim nächsten Mal auch helfen. Und überhaupt, also das, die machen das ja regelmäßig und so weiter. Also dann zum Beispiel eine Frau hat mir dann zu mir gekommen und gesagt, also es war gerade ein Journalist bei mir und hat mich gefragt, ob wir dafür bezahlt werden. Ich sagte, nein, ob wir selbst diese Slogans angefertigt haben. Ich sagte, ja, wir sind Aktivisten, habe ich hier richtig gesagt.